vier Leute aus meinem Freundeskreis von früher. Wir trafen uns in Hamburgs Buchbuden und wollten total außen vor sein. Punkrock, billiges Bier und Biosaft haben uns durch jede Nacht gebracht. Später organisierten wir Konzerte in besetzten Häusern. Was uns zusammenhielt, war die Liebe zur gleichen Musik. Das war ich. Ich wollte mein Arschlochumfeld gegen Freunde eintauschen, die mich verstehen. Es sollten die sein, die was los haben, die man sieht und die Musik hören, von der das Herz schneller schlägt. Ruffo. Er war ziemlich auf sein Äußeres bedacht, bevor Mode unpolitisch wurde, leidenschaftslos und unmodern. Soweit ich weiß, hat er noch nie gearbeitet. Jan. Er mochte gerne Cola und Weißbrot, hatte ganz schön Akne. Ich fand, er wirkte überzeugend, sehr gelangweilt. Jetzt spielt er Bass bei Tokotronik. Klaus. Egal, ob er sich den Zahn rausgekloppt hat oder die Elbe in seinem Treppenhaus stand. Klaus ging sich nachts beschallen lassen. Sein Beruf? Bierbrauer. Detlef. Als Golfkrieg war, hat er im Schlafsack den Eingang der amerikanischen Botschaft blockiert. Dann ist er plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Ist ausgewandert in die USA. Ich habe damals nicht gedacht, dass sich groß was ändert. Es war wie ein Zeitvakuum. Dann durchlässig Vergangenheit. Nee, wie war das? Das, was er jetzt gerade so aufnimmt, braucht er es erstmal so für euch selbst so, um quasi den Film zu planen so, oder? Nee, das ist schon für den Film jetzt. Das verwendet ihr dann schon so, ja. Nee, so vor allem für gewöhnlich höre ich jetzt Radio so in so einem trümmeligen Zustand, so. Ja. Was würdest du denn gern von dir selbst im Film haben? Gern von mir selbst im Film? Mhm. Naja, sagen wir so, wenn du halt quasi so dokumentieren willst, wie ich jetzt halt so bin, so, dann denke ich mir so am besten das, was ich halt so für gewöhnlich machen würde jetzt so, ne? Ich habe mich das halt oft gefragt, wo das halt anfängt, ob man irgendwie nicht dazugehören möchte, irgendwie zum Mainstream von den Leuten, oder ob man eh schon Außenseiter ist. Wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden. Also ich glaube, ich war schon, wenn man jetzt von der Schule so ausgeht, schon anders als die meisten Leute. Da habe mich anders gefühlt und dadurch kam das so. Und natürlich hat man immer noch ein paar Freunde, die so ähnlich drauf sind. Ein Teil davon war, also ein großer Teil war, gegen Nazis zu sein, glaube ich. Und der Rest gegen alles andere, wahrscheinlich. Gegen ja, CDU-Regierung oder Regierung und System und alles, ja. Hattest du irgendwelche Reaktionen deiner Eltern? Meine Eltern fanden das überhaupt nicht gut. Klar, die dachten halt immer, dass ich irgendwie. Also, es war halt. Die waren halt super entsetzt darüber. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch Teil davon, dass ich halt meine Eltern. Also, es ist halt. Das hat mich halt bestätigt, so. Dass meine Eltern es nicht gut fanden, das war halt dann. Fand ich dann schon gut, so. Meine Eltern waren halt ein Teil von den Leuten, die ich irgendwie, von denen ich mich absetzen wollte. So. Für mich war das halt ein genialer Fuckfinger Richtung Gesellschaft. Also, ja. Also jetzt im Techno-Zeitalter ist sowas ja schon fast Alltag und da sind die Leute nicht mehr geschockt, wenn sie sowas sehen. Also ich habe ja im Prinzip nicht so Punk gelebt. Ich habe mich für diese Musik interessiert. Ich habe halt über die Musik viele Freunde kennengelernt. Und ich glaube schon, dass es halt über diese
Underground-Musik, ich sag mal so, oder Punk-Musik schon, dass da schon ich andere Leute kennengelernt habe, als wenn ich andere Musik gesucht hätte, aber dieses Punk-Sein ist ja eigentlich heute auch schon ein bisschen verloren gegangen. Die ganzen Punks, die auf der Straße sitzen und Dosenbier aufreißen und eigentlich dann irgendwann den Tag nicht mehr mitkriegen, das ist ja für mich kein Punk. Punk ist ja eigentlich eher, du kannst es machen, wenn du willst, oder mach, was du meinst. Ich orientiere mich ja, wenn ich arbeiten gehe, ja auch voll in die Gesellschaft ein, aber es ist halt auch so die Sache, dass es mir Spaß macht und von daher sehe ich das nicht als Einzwängen ein, sondern es ist halt, erstens macht es mir Spaß, zweitens habe ich natürlich dann das Geld zur Verfügung, womit ich dann natürlich die Sachen umsetzen kann, worauf ich Spaß habe, zwar will Schallplatten kaufen, das mache ich halt natürlich auch sehr lange und sehr oft und sehr gerne und damit, das ist auch, Schallplatten kaufen ist nicht nur, dass ich das Ding nach Hause schleppe, sondern dass ich dann da erstmal im Laden da mich aufhalte, da auch wieder Leute treffe und auch sich da durchhören und Musikrichtung, also Musik ist schon wichtig und diese Sammlung ist ja auch irgendwie so eine Art Tagebuch. Ich kann da jetzt irgendeine Platte rausziehen und dann weiß ich meistens, auf welcher Zeit diese Platte ist und was da so gerade mit mir los war. Es gibt ja unterschiedliche so Freundschaften und da gibt es natürlich auch so Musik oder Musikrichtung, die einen daran immer erinnern, wie das mal war. Ja, das ist meine alte Punkerjacke. Ja. Bin halt ein paar Jahre mit der Jacke rumgerannt. Zieh mal kurz an. Ist mir jetzt viel zu klein. Also eine Zeit lang, also äußerlich entsprach ich schon dem Bild so. Aber ist jetzt halt sowieso zu klein. Geile Nieten. Tja, das ist eine richtige Punkerjacke. Ich weiß nicht, ob man das noch sehen kann. Vaterlandsverräter, ganz oben. Das war, wenn ich mich richtig entsinne, ein Begriff, der von den Nazis benutzt worden ist. Ja. Also ich wäre auch ganz gerne ein Vaterlandsverräter gewesen. Oder würde ich ganz gerne immer noch sein. Wenn nur das Volk halt beschissen findest. So wie sie halt wirken. Wie wirken sie? Also warum? In ihrem stumpfen Alltag, wie sie in der U-Bahn sitzen, kein Wort miteinander reden, ihre Bildzeitung reinglotzen, zur Arbeit fahren, wieder nach Hause fahren. So. Und wie sie über Ausländer reden, wie die Männer über Frauen reden, lauter solche Sachen. Yeah.
Hallo Jan, du hast doch Schlüssel. Hm? Was? Du hast doch Schlüssel. Was habe ich denn vergessen? Hast du vergessen? Ja. Ja. Wollen wir schmolzen? Der Jan ist da. Wie geht's? Na, der Oma geht's nicht so gut, aber sonst. Euch schon nicht werden. Klar. Hallo. Na? Da. So, im Bett oder wie? Wir sind im Bett. Ja, ja, das ist ja mal so ein Theater mit dir. Ja, wie Theater. Wo wollen wir uns hinsetzen? Ich würde gerne mal wissen, ob Jan ein liebes Kind war. Jo. Ganz lieb. Als wirklich? Kind, ja, ja. Wirklich? Die Frage ist, wie weit, wie lange geht die Kindheit? Nach der Betrachtung. Also das ist ja auch in Grenzen. Auf dem Wege in die Selbstständigkeit gab es dann eine sehr schwierige Strecke, nicht? Aber. Das ist ja normal, ne? Naja, es war eigentlich weniger normal, nicht? Finde ich. Naja, ja, also ich meine, er verlangt ja ernsthaft von mir, ich sollte meine Arbeit aufgeben, weil ich ja so ein Kapitalistenknecht wäre und für eine Verbrecherorganisation arbeiten würde. Ja, du reißt das ja nun auch ein bisschen aus dem Zusammenhang, wenn du sagst, ich habe verlangt, dass du deine Arbeit aufgibst. Ja, doch. Ja, aber das war nach irgendwelchen Streitereien und Diskussionen. Das war einer Reise, da warst du aber auch noch sehr jung, warst du da, das war noch eigentlich vor dieser Zeit. Wir hatten ja nun die Phase hier in Hamburg mit der Hafenstraße, nicht? Jan hatte sich ja diesen Kreisen dann angeschlossen und schloss sich in sein Zimmer an und ließ immer laufen. Also ich will nicht werden, was mein Alter ist, nicht? Das hörte man dann immer. Aber er machte sich nicht sachkundig. Das war eben das, was ich ihm damals vorwerfen musste, nicht? Du hattest ein bisschen die Beziehung zur Realität verloren, denn du wolltest ja die Schule schmeißen, ein Jahr vom Abitur. Man könnte ja auch Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Und wo ich gesagt hatte, es ist eigentlich die Verpflichtung jedes Menschen, auf eigenen Füßen zu stehen. Und selbstständig ist man auch wirklich dann, wenn man wirtschaftlich unabhängig ist. Sonst kann man nie Selbstständigkeit haben. Ich hätte noch mal eine Frage, wie Jans Zimmer eigentlich genau eingerichtet oder wie das aussah. Das ist halt einfach Jugendkultur. Ja, jeder Dokumentarchef würde sich die Finger nachlecken, aber man kann eben nicht drin wohnen und für die Schule arbeiten, nicht? Es war also sehr beeindruckend, auch sehr fantasievoll, aber ja, eine Höhle, nicht, würde ich meinen. Und es war nachher also ein ganz ernsthafter Konflikt zwischen meiner Frau und mir, weil ich das einfach nicht mehr ertragen konnte, dass ein Mensch also praktisch da in diesem Müll lebt, nicht? Und habe gesagt, also das also kann nicht so weitergehen. Also was dich zum Beispiel immer am meisten gestört hat, war, wie, wenn ich mir die Haare bunt gefärbt habe, und das finde ich auch heute noch total übertrieben, wie man sich da so drüber aufregen kann. Kann ich ja mal erzählen, sehr bezeichnend war zum Beispiel, da hatte ich die Haare erst hier so rot und grün, danach hatte ich sie mir dann später gelb gefärbt, was einfach sehr schwul aussah. Und da hast du dich noch viel mehr drüber aufgeregt. So. Das finde ich halt sehr bezeichnend, wie dass das irgendwie... Dass ich was gegen Schwule habe? Oder? Nein, nicht, dass du was gegen Schwule hast, überhaupt nicht. Aber wenn dein Sohn so aussieht, dann ist der schon, dann war der schon sehr unheimlich. So. Und dass das sogar noch schlimmer ist, als wenn es so verlottert, punkig aussah. Das ist halt was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist. Das glaube ich. Doch, es war wirklich so. Es war die Provokation, die einen eben gestört hat, ne? Ich denke, ja, das ist auch, aber ich glaube, du fühltest dich da viel mehr provoziert, als ich eigentlich provozieren wollte. Für mich war es einfach mein Geschmack, dass mir es gefallen hat. Und das glaubst du mir bis heute nicht. Ja, also ich meine, es waren die Provokationen, nicht? Wenn man mit so einer Tasche durch die Welt rennt, fuck off and die, das kann doch kein Lebensmotto sein, ne? Aber jedenfalls meine Überzeugung damals, Jan. Ich weiß nicht, ob das heute noch so
Nee. Bei dir ist aber... Aber ist doch witzig. Ich meine, wenn man 17 ist oder so, das kann man doch auch mal drüber hinwegsehen. Du wolltest dich eben der Auseinandersetzung nie stellen. Hast immer abgebrochen, hast dann bist du gebrüllt, alter Blödmann, und hast auch mal blöde Sau zu mir gesagt und bist rausgegangen. Ich weiß noch, wir waren wirklich sehr in Sorge, dass du ganz verschwindest. Dankeschön. Hey. Na, komm mal, da haben wir. Guten Tag, ihr alle. Tag. So, wir sind wieder schon drin. So, so viel später als ich. Guten Tag. So, jetzt erstmal schön Muffins und heißen Tee. Das ist das Richtige für den Start. Für den heutigen 5. Mai, und das ist ja nun der kleine Geburtstag von Benno und mir, 3-3, ne? Hier, süßer Muffins, Benno, für den Bauch. Ja, hier. Wer von euch beiden ist denn der Ältere? Ich bin der Erstgeborene. Und das sieht man doch, ist ja klar. Okay. Ja, wie viel das genau ist, weiß ich nicht, aber irgendwie, eigentlich ist es auch ziemlich latte, wenn wir jetzt zuerst mal das in den Kopf sind. Es gibt so eine kleine Geschichte dazu, weil ich bin halt ziemlich klein gewesen und ziemlich dünn und leicht, und ich musste noch im Brutkasten. Meine Eltern wurden zu der Zeit nur einen Kilometer entfernt vom Krankenhaus in Soltau. Wir sind in Soltau geboren. Ja, und dann musste es so sein, dass ich irgendwie noch 2-3 Tage in diesem Brutkasten bleiben musste. Und meine Mutter ist dann schon nach Hause gekommen mit Benno und war schon ein paar Tage da. Und dann kamen irgendwann die Omas und Opas natürlich und wollten gucken, was los ist und wie das Ding so aussieht, und fragten eigentlich dann nach dem Zweiten. Und dann fiel meinen Eltern ein, ach ja, der Zweite, der Klaus, den hätten wir ja schon gestern abholen können. Ja, also so ging das Leben los bei mir, aber man muss sich halt immer durchsetzen, nicht? Ja, Freunde, wir sind hier jetzt im Gärkeller. Das, was wir da oben gewonnen haben durch das Aufkochen mit Hopfen, die sogenannte Bierwürze, kühlen wir jetzt herunter, geben sie hier in den Gärkeller, in die Gärtanks. Und hier setzen wir jetzt Hefe dazu und lösen damit aus die alkoholische Gärung, bei der jetzt der Malzzucker zu gleichen Teilen zerlegt wird in Alkohol und Kohlensäure. Morgen. 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 Störig? Nö. Blut? Alles klar. Gut. So, was macht er das für Schrotung? Putzen läuft.
Ja, man kann schon sagen, dass es hier so in der Brauerei, dass es so ein relativ lockeres Klima so herrscht. So. Es sind halt relativ wenig Leute, die hier arbeiten und die kennen sich halt alle schon sehr lange. Und ich habe immer den Eindruck, dass so dieses Arbeitsklima, was hier so herrscht, so ein bisschen vom Kiez so rüber schwappt. Also es sind natürlich auch einige alte Seeleute noch, die hier in den 70er Jahren angefangen haben, die hier noch arbeiten und überhaupt sehr viele ältere Leute, die dann wirklich so den Style der 70er noch innehaben und das noch leben. Herr Keller? Moin. Würz habe ich jetzt laufen. Seit 5 Minuten. Okay. Tschüss. Andersrum. Andersrum? Ich bin nicht eingestapelt. Ja. Oh, wow. Hab ich jetzt gesehen. Ach, ich sehe schon, das ist alles ziemlich düstere Musik. Hm? Also hauptsächlich Punk-Hardcore-Richtung. Ah, schade. Und sind das alles Platten, die du selber mal gehört hast? Nee. Ich besorge die meisten so neu. Von den Labels oder von den Bands direkt und versuche sie dann billig weiter zu verkaufen. Bringt mir einfach Spaß. Und diese Rugger-Platte verkaufst du für 10 Mark? Also sagen wir 8 Mark. Ja, wäre okay. Ja? Ist zwar dann sogar unter Einkaufspreis, aber egal. And they all supposed to have links on each other? Or, I mean, links back to the ARP page? Ich musste leider meine Plattensammlung verkaufen, als ich in Amerika gezogen bin, um Geld zu haben. Zum Teil haben wir unsere Hochzeit von meiner Plattensammlung bezahlt. Ja. Und die Fahrt nach Vegas halt. Wir haben halt noch bei Jennifer bei ihren Eltern im Haus gewohnt. Und wir hatten halt beide keine Kohle. Und ich wollte halt irgendwie nur halt Geld verdienen gerne. Also, dass wir uns leisten können, irgendwie irgendwo in unsere eigene Wohnung einzuziehen. Ja. What? That's not them. That's yours. Oh. Oh, that's mine. Also, ich mochte Detlef auf jeden Fall echt gerne. Das war einfach echt ein gutes Gefühl. Ich kann mir vorstellen, dass, was weiß ich, wenn ich ihn hier so treffe und er halt nicht gerade, was weiß ich, mit der Ultra-Gel-Frisur hier rumrennt und mit ultra teuren Klamotten, wenn ich mir einfach hier so begegne, so dass ich mich dann freue so. Und dass wir dann auch ganz gut miteinander reden. Könnte ich mir vorstellen. Hast du eine Ahnung, was er jetzt macht? Naja, mir fällt spontan ein, dass mir jemand erzählt hat, dass er ihn in Amiland besucht hat und er ist da mit einem Auto mit Ledersitzen rumgefahren und straighter Job. In der Computerindustrie.
ungefähr Tagesablauf? Tagesablauf, stehe ich auf, zieh mich an, dusche mich, zieh mich an, mach Kaffee, steig ins Auto, fahr zur Arbeit. Bei der Arbeit sind meistens nicht so viele Leute da. Krieg halt viel zu tun, viel getan. Und beantworte erstmal, also schreib halt erstmal E-Mail so für eine Stunde oder so. Ja, und dann arbeite ich halt. Und mittags esse ich entweder bei Yahoo oder gehe aus zum Essen. Und bin ungefähr gegen 7 oder 8 versuche ich halt, fahre ich los von Yahoo und fahre nach Hause. Und dann bin ich so. Oder so, ja, ich bin so gegen 8 zu Hause meistens. Zwischen 7 und 8. Und dann esse ich mit Jennifer zusammen und wir machen irgendwas zusammen. Fernsehen oder wir gehen spazieren mit den Hunden. Und dann gehe ich zu Bett. Und nächsten Tag fangen wir das gleich wieder an. Was jetzt mit dieser HFG? Ja. Ja, zum Beispiel kam da eine Zeit lang bei mir ungefähr alle 14 Tage, was weiß ich, 7 Jobangebote ungefähr. 7 Teile, wo man halt ja anrufen muss, hinrennen muss, Postverkehr, sich Gedanken drum machen muss. Und dann muss man da noch hinrennen und sich dafür rechtfertigen, warum das mit dem Job wieder mal nichts geworden ist. Du bist halt ein Nichts, wenn du keine offizielle Arbeit hast. Ich meine, das geht ja auch, das geht ja an für sich auch nur um die offizielle Arbeit. So. Ja, stimmt nicht ganz. Wenn du genug Kohle hast, dann ist immer noch was anderes. Muss man nicht, braucht man nicht arbeiten gehen. Weil das ist ja so, man soll nicht auf die Kosten von anderen leben, in dem Sinne, dass man dann halt, weiß ich, Arbeitslosenkohle oder so Sozialhilfe bekommt. Und eine Arbeitsmoral, so, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. So ungefähr. Ja. Warst du noch bei einer Frage? Hm? Wie läuft denn das denn so, wenn man nicht arbeiten will, dann welche Strategien gibt's denn da? Die sind geheim. Das kannst du einfach so nicht sagen. So kann man das einfach nicht sagen. Ich denke, das ist eher auch situationsbedingt. Kommt immer darauf an, gerade was für Gesetze da sind, was für Arbeitsvermittler da sind und so weiter und so fort, welches Bundesland man wohnt. Ja, ja, würde ich auch sagen. Aber Buffo, eine Sache interessiert mich ja schon. Wie war denn das so vor ein paar Jahren mal? Ich erinnere mich an eine Hose. Was für eine Hose? Grobkord, würde ich sagen, ne? Breitkord? Ja. Ja, das, obwohl die habe ich eine Zeit lang auch so gerne getragen. Ich meine, die ist echt so derbe hässlich. Ich glaube, da muss ich mich bei so einer Firma vorstellen, die echt jeden nehmen wollten. Die unbedingt jeden haben wollten.
Naja, und da musste ich mich schon ganz speziell verkleiden. Also, also da hat's nicht genügt, irgendwie so als Punker oder so hinzukommen, schmuddelig oder so. Das war denen egal. Ja, da habe ich versucht, so ein bisschen auszusehen wie, ja, wie jemand, der gerade aus der Klapse rausgerannt ist. Ich bin morgen irgendwo, ja. Ich kann dir aber nicht sagen, wie lange. Nee, dass ich die Hälfte dann vielleicht schon haben könnte. Dann. Ja, kommst, rufst du einfach kurz durch, kommst vorbei, so einfach. Glaubst du, dass das mal anders wird oder dass das immer so weitergeht? Man soll niemals nie sagen. Aber ich müsste mich ganz schön doll ändern, so um, ja, um ein anderes Leben zu führen. Manchmal habe ich Lust drauf. Ein ganz anderes Leben zu führen und so. Naja. Wie hast du denn dein Arbeitsleben mit so einem Freundeskreis verbunden? Das war so, dass wir auf Konzerten standen und ich als Einziger musste dann morgens um 4:30 aufstehen und der Rest hat weiter gefeiert. Das war natürlich manchmal hart zu gehen oder manchmal ging man nicht und dann war es noch härter, morgens gleich direkt hierher zu kommen. Aber genau, da waren so Momente, wo man dachte, eigentlich arbeite ich zu viel. Ja, das war die Zeit auch, wo ich sehr viel mit Freunden Zeit verbracht habe, die wirklich einen ganz anderen Tagesrhythmus und eine ganz andere Zeitaufteilung und Zeit. Die hatten einfach viel mehr Zeit als ich. Die hatten halt einfach so, die konnten sich das einteilen, 24 Stunden für mich. Und ich hatte dann überlegt, klar, waren das auch die Ziele, die ich vielleicht habe? Ob die Ziele mich auf lange Sicht auch irgendwie, ja, nicht gut. Ob ich dabei mich gut fühle, das habe ich in dem Moment nicht so genau gewusst. Aber ich habe das dann so laufen lassen und habe das versucht, dann so beides zu verbinden.
einerseits das, was so die Leute mit sehr viel Zeit machen, mitzuerleben, dann aber auch sich damit ein bisschen selbstsicher und finanziell selbstsicher hinzustellen und zu arbeiten. Das fand ich wichtig, weil nämlich die finanzielle Seite dieser Leute war halt immer so ein bisschen schwierig. Und das fand ich wiederum für mich nicht das Richtige. Guten Tag. Guten Tag. Ja, wir haben Platz. Ja. Ja, ich wollte mich mal melden. Ja. Und ein paar Sachen nachfragen. Ja. Mhm. Wenn ich mir das jetzt, oder wenn ich das hier in Ihren Daten verfolge, dann haben Sie, ich glaube, 95 das erste Mal gesagt, dass Sie Interesse hätten, in einem Plattenladen zu arbeiten. So, seit 95, 5 Jahre lang versuchen Sie das und bis jetzt ist das gescheitert. Wie sehen denn Eigeninitiativen aus? Selber mal losgehen, im Plattenladen gucken. Es gibt ja nun so viele Plattenläden eigentlich nicht mehr, weil es ja eigentlich mehr CDs verkauft werden. Ja, da ist nicht so viel los, ne. Warum nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Die haben schon Leute. Ja, die haben schon Leute, aber Sie müssen ja selber mal gucken, dass Sie, wie viele Firmen haben Sie dann schon mal angesprochen? Oder sind Sie mal da gewesen? Das, haben Sie Bewerbungen losgeschickt? Das weiß ich nicht mehr. So über die Jahre hinweg, das weiß ich nicht mehr. Ja, wenn ich aber jetzt 5 Jahre versuche, in dem Bereich was zu finden und merke, das klappt nicht, dann muss ich mir Alternativen überlegen. Mhm. Und die Alternativen, die müssen Sie sich selber erarbeiten. Oder aber andere Alternative wäre, wir schlagen Ihnen die Alternativen vor, und zwar dann mit Vermittlungsvorschlägen, wo Sie sich eben bei den Firmen vorstellen müssen. Und wenn Sie die Stellen dann nicht annehmen, die wir Ihnen vorschlagen, sperren wir Ihnen die Leistung. Ich sag mal so, das sind die beiden Möglichkeiten, die Alternativen, die Sie haben. Ich denke da jetzt beispielsweise, Sie haben ja hier, es ist ein ärztliches Gutachten gemacht worden, es stand dort drin, dass Sie auch nicht 100% belastbar sind. In diesem ganz konkreten Fall habe ich momentan so ein Stellenangebot im Hinterkopf als Hausbetreuer. Und schmeißt das erstmal so in den Raum. Hausbetreuer heißt, dass die Saga hier in Hamburg in ihren Wohnungsgebäuden Hausmeisterlogen eingerichtet hat, wo Arbeitslose, die bei uns Leistungen beziehen, eben dann so eine sogenannte Aufsicht, wie eine Pförtnertätigkeit eben dort machen. Wie ist denn das? Also da sitzt man da vorne im Eingang rum und... Ja, man ist präsent, letztendlich, ja. Guten Stoll. Geht's gut? Das Kunde. Du musst immer umgehen. In welche Richtung? Achtung! Nein! Ein Fernsehen! Was ist das? Ein Impast. Abstellen. Ach, die hat keine Räder unten. Richtig. Und wie macht man den Schlauch da überhaupt dran? Ja, der am besten machen wir gleich, oder? Halt ja das auch aus. Das ist mir jetzt immer. Aber da müssen eigentlich 2 Schläuche ran. Nicht lang genug, also wenn wir sie so stehen lassen wollen. Wollen wir. Das passt nicht. Mit dem Uhrzeigersinn dreht man aus. Entgegen. Sag mir, dass du. Uhrzeigersinn andrehen. Sag mir nicht, dass du es nicht geschafft hast, das Teil hier ranzuschrauben. Doch, ich hab's noch gar nicht gezeichnet. Bill Gates. Weil die immer an waren. Oder kommt von dem Mann. Wo kommt das bei? 1, 2. Achso, Vorwäsche ist 1, Hauptwäsche ist 2. Und das ist sicher Weichspül. Machen wir die. Ja. Okay. Los geht's.
eine Strophe weglassen finde ich doof. Ja, ne? Das Einzige, was ich dachte, vielleicht kann man da noch was variieren, dass es dann vielleicht zwischen der dritten, also sind so vier Strophen, dass dann vielleicht zwischen der dritten und vierten nur einer ist oder gar keiner oder so. Das so funktioniert, dann auch rein inhaltlich. Ja, später. Wenn ich mich so in Punkkreisen bewege, da ist es eigentlich am auffälligsten, wie unnatürlich einen Leute behandeln, also die ich nicht von früher kenne. Oder teilweise auch Leute, die ich von früher kenne, die einen dann wirklich nur noch als dieses Popstar-Ding sehen. Könnte man sagen, dass du dich von Punk entfernt hast? Oh. Wir haben uns halt zu irgendeinem Punkt gesagt, das Image ist uns halt egal. So, wenn da Leute sind, die so darauf beharren, so ihr müsst doch völlig alternativ sein. Und das geht halt schon da los, dass die Leute einen in die Musik reinreden wollen. Ihr müsst halt eine richtig schön schrammlige Platte machen. Da haben wir halt keinen Bock drauf. Und so eine Punk-Attitüde, nenne ich das jetzt einfach mal, die wird ja auch irgendwann langweilig, weil das kann man irgendwie vielleicht zwei, drei Platten machen und dann hat sich das aber auch so ausgereizt und... Also seine Band Tokotronic, mit denen ist er sehr viel beschäftigt und die sind halt nicht so in dem Punk-Lager, sondern halt ein bisschen, also ja, auf jeden Fall bei anderen Leuten beliebt. Und dadurch hat er, würde ich sagen, halt auch echt mit anderen Leuten zu tun. Ja. Was habt ihr eigentlich so zusammen gemacht damals? Ja, wir sind auf die gleichen Konzerte gegangen. Wir hatten den gleichen Musikgeschmack. Und wir hatten in der Band gespielt. Die Bandprobe ging erstmal so los, dass Henna nicht wusste, wie er das Schlagzeug aufstellen sollte. Und es hat dann André hat damals gesungen. Buffo, ja. Entschuldigung, das ist jetzt verwirrend, wenn ich André sage. Aber eigentlich total chaotisch, da ist auch nicht viel passiert. Wie war die Band so? Ja, wir wollten schlecht sein und wir waren es. Ja, ich würde schon sagen, wir waren echt befreundet, auf jeden Fall. Und jetzt sind wir nicht zerstritten so, aber ich würde sagen, wir haben uns einfach auseinanderentwickelt. So, würde ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, dass wenn ich irgendwie was sage, ich glaube, das kommt anders bei ihm an und vielleicht auch umgekehrt. Und es gibt irgendwie so ein Lied von Franz Josef Degenhardt, das heißt Alte Freunde, das handelt davon, wie Leute, die früher mal sehr gut befreundet waren, sich treffen und sich jetzt irgendwie nicht hassen oder so, oder kein Problem miteinander haben, aber sich einfach nichts mehr zu sagen haben. Und das ist, glaube ich, da bei uns beiden auch schon so ein bisschen der Fall.
denn Punk sein eine Phase? Für viele, ja. Für viele ist es eine Phase. Für mich, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es letztendlich mindestens einen großen Teil meines Lebens bestimmt. Wenn es nicht sogar mein Leben ist. Deine Hobbys haben sich ja doch sehr verändert, die du jetzt hast. Aha. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Kannst du da genaueres zu sagen? Nee, weiß ich nicht. Was meine Hobbys damals waren so. Also es ist auch nur eine Frage. Ja, weiß ich nicht. So, es kommt mir so vor, als ob du dich stärker amerikanischen Lebensgewohnheiten angepasst hast. Ja, das sind jetzt amerikanische Lebensgewohnheiten. Weiß ich nicht, dachte ich jetzt. Also es ist so mein Empfinden. Ja, kann man so sagen vielleicht, weiß ich nicht. Musst du mir sagen. Also es ist eigentlich erstmal nur eine Frage, weil es mir so vorkommt. Du musst amerikanische Lebensgewohnheiten beschreiben, ja. Also ich hätte mir von dir nicht vorstellen können, dass du Jetski fährst. Vor 10 Jahren? Nee, ich auch nicht. Ich habe kein Geld, um das nicht zu leisten. So. Ist das das Einzige, dass du es dir nicht hättest leisten können? Ja, ich glaube, vor 10 Jahren wusste ich gar nicht, dass es Jetskis gab. Aber sonst hättest du es bestimmt gemacht auch, oder wie? Ja, oder Motorrad, oder... Ja. Wieso ist denn der so schnell auf einmal? Wir haben den Trafo. Den anderen Trafo, oder? Ja, ja, woran ich gemerkt habe, das erste Mal, dass ich erwachsen bin, kann ich nicht beantworten. Gibt es, glaube ich, keinen... Vielleicht, dass ich nicht mehr in dem Kaff Soltau lebe, sondern dass ich in Hamburg lebe? Nee, ich weiß es nicht. Also, da gibt es keinen Schnitt oder kein Erlebnis, was ich hierzu sagen kann. Vielleicht bin ich es auch gar nicht geworden. Würdest du dich denn jetzt als Jugendlichen oder als Erwachsenen bezeichnen? Ich bin sehr erwachsen. Ich fühle mich natürlich noch nicht so wirklich erwachsen. Ich weiß nicht, Jugend ist ja auch eine Zeit, die sich immer mehr ausweitet. Eine Arbeit, wie ich sie mache, die setzt ja eigentlich auch schon so ein bisschen voraus, dass man sowas wie so ein Berufsjugendlicher ist. Wenn man so Rockmusik macht, dann wäre es irgendwie komisch, wenn man sich selber als total Erwachsenen sieht. Das kommt dann irgendwie nicht so zusammen. Vielleicht ist es auch, ist die Musik auch was, was einen so am Erwachsenwerden so ein bisschen hindert, aber das finde ich auch gar nicht so schlimm. Und machst du dir über das Älterwerden Gedanken? Ja, schon. Also ich habe da immer so ein bisschen, so zum Beispiel meiner Band, Arne und Dirk, die meinen immer, sie finden das ja sehr schön, dass man so älter wird und
Und ich bin da eigentlich so begeistert, bin ich da nicht. Ich finde schon, also ich neige schon, glaube ich, eher zu Melancholie und Nostalgie, auch wenn die Zeiten damals gar nicht unbedingt schöner waren, als man jung war. Aber also wenn ich mir überlege, mein nächster Geburtstag ist der 30., dann da werde ich schon immer so ein bisschen melancholisch. Also das ist überhaupt nicht dein Ding. Nee. Ich bin lieber jung, aber ich habe ja ein bisschen Geld gespart und kann dann irgendwie mich liften lassen und so später mal. Einfach irgendwie gegen alles zu sein, wenn man halt immer noch Taschengeld kriegt. Und ich habe mir, glaube ich, nicht weitere Gedanken gemacht, wie ich mein das Leben verbringe. Im Nachhinein kann ich meine Eltern halt mehr verstehen, als ich die damals verstanden habe, und verstehen uns auch besser, viel besser. Weil mir auch jetzt bewusst ist, wie schwer die halt gearbeitet haben und so. Und sie echt sich lange Jahre gearbeitet haben und ich kann mich echt gut in deren Lage versetzen, glaube ich. Wieso hast du dich denn hier zum Beispiel nicht so einer Szene angeschlossen? Weil ich Jennifer hatte, weil ich einfach glücklich war und bin. Ich brauche keine Szene und ich brauche keine Gruppe und ich mir ist einfach so wie jetzt. Es tut halt richtig gut, mit Jennifer zusammen zu wohnen und halt mit der das Leben zu verbringen. So. Das ist eigentlich alles, was ich kann mir eigentlich nicht mehr vorstellen. So. Also halt mit der alles zu teilen und mit der alles zu erleben. So. Also ich habe halt hier auch Freunde und da aber nicht so enge Freundschaften, wie ich damals hatte in Deutschland. Glücklich, ne? Warum? Nicht so einfach zu beantworten. Aber sagen wir mal einfach so, dafür gibt es einfach zu viel Scheiß. Einmal Pommes mit Currywurst, bitte. Möchten Sie mit Ketchup oder mit Mayo dazu? Das ist genau richtig so. Gut, okay. Was kriegen Sie mit der Dose? Hier? 11 Mark, bitte. Es gibt keine Sachen, die mir Sorgen machen im Moment. Es gibt keine Zukunftsängste. Ich bin gesund. Ich habe gute Freunde um die Ecke. Ich habe eine schöne Freundin. Also eine nette Freundin, eine tolle Freundin. Also ich kann ja irgendwie jetzt nicht sagen, was mir Angst macht. Im Moment kommt mir jetzt nicht auf den Bildschirm. Ich
finde, wenn also eine Frage so von Latz geknallt wird, das ist, eigentlich ist es eh eine Frage, die man unmöglich beantworten kann. Das geht gar nicht. Und das ist auch eine Frage, die für uns wirklich schwierig ist, ehrlich darauf zu antworten, weil in dieser Gesellschaft ist das einfach so ein wichtiger Machtfaktor, dass man von sich behauptet, dass man einfach von sich sagt, ich bin glücklich, und jeder Mensch hat auch unglückliche Seiten in sich, und so ich auch genauso. Ach, Heimat. Ja. Die nächste jetzt am Hamburger Berg schon, oder? Wie sieht das hier bitte aus? Budenzauber. Ja, die nächste, glaube ich. Nee, weiß ich gar nicht. Ahne ist die nächste? Nee, die übernächste. Nee, die übernächste. Ein neuer. Schaut der junge Dokumentarfilm Hinter die Kulissen der Ludwigsburger Schlossfestspiele. Hands up, nächsten Montag, 22:05 Uhr.